Gut. Das war die andere. Haben wir nicht geschafft. Jetzt hole ich kurz noch das Ding hier. Dann bespitzeln wir mal noch den letzten. Vielleicht kriegen wir dann endlich raus, wer der Kopf der Schlange ist. Verdammt nochmal, das gibt's doch nicht. Sehr gut. Okay, auch Zeit zum Umziehen. Ich brauche meinen Meister-Assassinen-Verkleidung wieder. Ein klein wenig Ähnlichkeit mit Alter hier. Ein klein wenig. Okay. Die Nachforschung ist im Sande verlaufen. Jetzt bleibt nur noch diese Nachforschung. Mal gucken, wer dann rausfinden, wer es ist. Na, verstecken sich alle drei. Was ist der Stern? Was zur Hölle ist der Stern? Was zur Hölle ist der Stern? Hallo? Frieden, Sadiq. Herzlich willkommen. Du hast Waren? Zeigst du mir deine Waren? Ich habe alles Mögliche. Was? Warum finde ich das erst zum Schluss? Dürstet es dich nach alten Sagen, Mythen und Mysterien? Dein Sagen Ernst? Sagenhafte Schätze gelten oft als verloren. Doch sind sie es wirklich? Dein Ernst? Warum finde ich das erst zum Schluss? Ich hoffe, es wird dir nützlich sein. Ah, seltene und kostbare Relikte. Ja. Wirst du es sein, der sie findet? Einige Karten mögen große sind. Ah. Alle Karten gekauft. War es das dann? Ja, das war's. Auf ein andermal. Dann auf bald. Toll, das war der einzigste Händler. Oder wie? Ich habe diesen Stern nie gesehen. Ärgerlich. Okay. Lass uns nicht ablenken. Okay. Das habe ich auch noch. Warte mal. Keine Ahnung, warum hier alles abgesperrt ist und hier so ein Turm ist. Leise mich, Enkidu. Aber hier ist auch nichts. Wow. Was? Überdenken wir unsere Herangehensweise. Super. Meter. Verschaffen wir uns einen Überblick. Das gibt's doch einfach nicht. Du darfst jetzt nicht dorthin fliegen. Stelle im Gerichtshof Nachforschung.
Ist das der Gerichtshof hier? Wahrscheinlich. Dieser verdammte Falkenjäger, echt. Darf mich doch hier aufhalten, oder nicht? Lass deinen Blick schweifen. So, jetzt lasse mich gucken. Ausschweifungen geduldet werden, auch wenn ihre Feinde zahlreich sind. Ja. Hab ihn. Wow. Bisschen plätschern hier. Salim-Gerichtshof ist nicht weit. Darwish erzählte mir mal, dort könnte das Volk sich beschweren, wenn eine Rechtsprechung Unrecht war. Mein Vater sagte einst, das Wesen eines Mannes offenbart sich jenen, die unter ihm arbeiten. Diese Richter müssen den Statthalter besser kennen als andere. Dann frage ich mal diese Richter. Aber wo ist die Kiste? Hier ist auch eine Kiste. Oh, schau an. Okay. Sei gegrüßt, Saidi. Sag, dürfte ich dir vielleicht ein paar Fragen zu Statthalter Muhammad ibn Tahir stellen? Ich werde nicht unterbezahlt, um Fragen zu beantworten. Ich schlage vor, du gibst mir einen Anreiz, sonst... Ja, hier. Würdest du dieses Zeichen der Wertschätzung eines einfachen Bürgers annehmen? Als Anzahlung, ja. Eine weitere. Ich diene der Gerechtigkeit und verhindere sie nicht. Nimm das Geld. Also, was weißt du über den Statthalter? Er wird gefürchtet, geachtet, hat sich ganz Recht und Ordnung verschrieben. Das ist alles, was du weißt? Du arbeitest hier. Und Muhammad ibn Tahir hat einen Sitz am Gericht. Am Shorta-Gerichtshof, nicht am Masalim. Aber er hat Spitzel hier. Jeden Mittag eilt einer von ihnen zu ihm. Und nun, guten Tag. Hä, warum ist das Ding noch da, obwohl ich es eingesammelt habe? Okay. Ich hab's doch gerade noch gesehen. Erlass. Der Angeklagte Kadi hat sich der ungeheuerlichen Rechtsbeugung zur eigenen Bereicherung schuldig gemacht. Dieses Gericht kam daher zu der Überzeugung, dass ihm der Rang als Kadi entzogen werden sollte. Damit Recht und Gesetz, damit Recht und Gesetz nicht weiter von ihm fehlausgelegt und missbraucht werden könne. Der Bote, dann warten wir mal. Zur Mittagsstunde. Was haben wir denn jetzt? Abend? Morgen? Finde den Boden. Da ist er doch. Dieser Bote könnte mich zur Arbeitsstätte des Statthalters führen. Und zu den Geheimnissen, die es dort geben mag. Verdammt, ich hab die Kiste vergessen. Nicht gut genug.
Morgen also. Verdammt. Dann darf ich mich nicht sehen lassen. Nicht weit genug. Wie schnell der mich gesehen hat, das war richtig schnell. Und nochmal. Aber obwohl, warte, jetzt kann ich mir die Kiste holen. Wo auch immer die ist. Ist auf dem Dach. Und da ist alles voll mit Wachen. Ah. Wo ist die Kiste? Das ist sie nicht. Wir haben vergessen, dass ich da bin. Aber das ist nicht die Kiste, die ich gesucht habe. Die ist noch weiter oben. Zack. Ich muss... Tür verriegelt. Zack. So, so... Ah. Halt. Das ist auch ein ganz schön großer Schatz. Na. Ah. Hui. So. Okay. Dann warten wir. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Zeige mir den Weg. Einen Moment. Was? Warum kommt der zurück? Warum kommt denn der zurück? Ah. Hey, du. Ja, du. Soll das eigentlich da rein, aber egal. Ja, danke. Was ist denn jetzt? Stehen bleiben. Da. Jetzt aufpassen, Basim. Keine Fehler mehr. لكني أسمع ضوضاء غريبة. أراهن على أن أبا القاسم يصنع جهازاً.
أعترف بأنه مدير البحر، ليس عالما سيئا، لكنه ليس حياديا. إنه يكرهني مثلا. الطريقة التي قطعت Ein Menschengewirr drinne stehen macht auf jeden Fall Laune. Wo bist du ja? Genau wie ich dachte. Da dreht er sich wieder. Der Hund. Wo geht der denn hin? Ich lang hinterher tappen. Ich glaube, ich gehe jetzt nach oben. Was? Hab ich dich? Ich hab ihn schon die ganze Zeit. Bleib wachsam. Irgendwas stimmt nicht. Ja, Shaidi. Vorsichtig ist er ja. Dachtest wohl, du wärst mich los. Geht da rein. Oder? Ah, super. Sieht fast so aus. Okay. Darwish warnte mich immer, dass ich vor der Shorta enden würde. Wer hätte gedacht, dass ich freiwillig reingehe? In die Shorta. Ich habe ganz schön viele Dinge. Zack. Zack. Es fehlen nur noch 3 und 4, 7 Stück. Wie komme ich aber in die Shorta? Na, abwärts. Was siehst du? Natürlich. Sie sind wachsam. Ja, Lief klar. Jetzt besser nicht dorthin. Immer wachsam. Schweine. Verdammter Falkenjäger. Das geht leider nicht, ohne mich aufzuschließen. Mist. Geht die Tür auf? Nein.
sehe ich eine Möglichkeit hochzukommen. Hey! Hey! Zack! Und da landet er. Die bewegen sich gar nicht. Das ist doch ganz gut. Klar. Dieser dreckige Falkenjäger ist da oben. Ich kann irgendwo ein Gespräch belauschen. Das aussieht da unten. Der das sieht. Ich glaube schon, dass der das sieht. Keine Ahnung. Zack. Rein mit dir. Gibt es wirklich? Hat mir aus 30 Ellen Entfernung die Hälfte meiner Zehen weggebrannt. Am besten direkt am Tigris, noch vor den Gerbereien. Mist. Wie komme ich rüber? So nicht. Ich würde hier hochkommen, aber die zwei sehen mich sofort. Es sei denn, ich lenke die Guten ein bisschen ab. Hamse hat es schon wieder getan. Heute Morgen hat er den neuen Gehänsel und sein Essen gestohlen. Oh Gott, wo war das denn? Ich bringe meine Schulterfette bei. Bleibt immer. Hat mir schon viel zu oft den Hintern gerettet. So habe ich im Jahr 23 Horamdins Leib bekommen. Ah, ich habe mit ein paar dieser blassen Langhaarigen gekämpft. Wild, aber geschickt. Hervorragende Kriege. Boah, warte mal. Aber das will ich auch. Ich war mit Axel zusammen, als die Mauer einstürzte. Wir waren zu weit weg, um Schreie zu hören. Aber bald darauf haben wir es gesehen. Echt schlimm. Scheiße. Oh, guck mal. Da ist ja die Glocke. Geht nur mit dem Messer, ne? Geht nicht mehr mit der Klinge. Was mache ich? Die ist doch aus. Die Glocke ist hin. Ja, ich bin so dumm. Scheiße jetzt. Ah, sterbe ich auch noch. Also was ist denn das? Dafür wird jemand Alter, was ist denn das?
gut. Was ist denn das? Ich hab voll den Fehler gemacht. Sehr gut. Ach, scheiß drauf. Ich hörst du nicht los. Richtiger Fehler gemacht. Wieso? Ach, wie sie mich gleich gesehen haben, immer. Die gucken in die Richtung und sehen mich dann. In die andere Richtung und sehen mich dann. Da unten auf dem Ding stehen. Ah, hat nicht geklappt. Nochmal. Darüber komme ich nicht, ne? Mal runter. Also nochmal. Das war so dumm. Ich habe die abgeschnitten gehabt. Warum renne ich dem hinterher? Ich habe gedacht, vielleicht gibt es noch eine zweite. Vielleicht, ja. Also nochmal, egal. Aber ich muss irgendwie nach unten. Ich will den Falken wegmachen. Was? Leiser. Ach, ich räume die am besten auf. Keine Zeug. Das war daneben. Nur etwas verstecken. Hier an der Hüfte habe ich von Talent. Vor uns kann sich nichts verstecken. Okay. Diesen Bezirk. Sind wir deshalb hier? Hm. Nee. Was zur Hölle? Wie komme ich nach unten?
Also, in den Hof. Ich sehe irgendwie keine Möglichkeit, unten in den Hof zu kommen. Ups. Okay, ist kaputt. Wo willst du hin? So einer. Okay, er hat die anderen Bescheid gegeben. Egal. Ja, ja. Ah, jetzt komme ich rein. Danke. Mein einziges Verbrechen ist, dass ich arm bin. Befreie mich, bitte. Auf den Straßen war heute wieder was los. Wenn Abu Abdullahs Schergen kein Chaos sehen, sind es die verfluchten Aufständischen. Wir schaffen es gerade noch, echten Aufruhr zu verhindern. Der Statthalter hat einen Plan. Er wird uns durch diesen Sturm führen. Okay. Diesen Schlüssel. Da hinten muss ich was abhören. So, dass keiner es merkt. Da bleibt mir nur eins übrig, alle meucheln. Zack. 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 Und zack. Begin. Warum? Es ist Neujahr. Beruhigt euch doch. So.
warte einfach. Sei unbesorgt, wir werden nicht nachlässig. Ist der Standhalter zurück? Ich bin nicht sicher. Ich sah ihn nicht nach oben gehen. Wow. Das hätte ich jetzt. Jetzt weiß ich, dass der Standhalter nicht zurück ist. Bisschen Aufstand, aber nein, ich muss zu dem Ding. Ich muss hier rein. Die Tür. Okay, endlich. Lass etwas geschehen. Eine Katze in einem Baum. Ist ein Brief hier oder sowas? Oh, eine Kiste. Ah, Muhammad ibn Tahirs Wirkungsstätte. Wer ist das? Brief an Tahir. Werter Vetter! Deine Bitte entsprechend wurden alle Vereinbarungen mit Al-Mut getroffen, aufgehoben. Unsere Schutzversprechen wurden widerrufen und unser Zufluchtsangebot zurückgenommen. Okay. Die Tahirian stimmten auf Bitte des Statthalters zu, Al-Mut ihren Schutz zu entziehen. Die Verborgenen wurden hintergangen. Wüste, Kobra, Taube. Schon wieder. Er scheint ein Bewunderer der Dichterin Arib zu sein. Mehr Wüste, Kobra, Taube. Moment mal. Mehr Wüste, Taube, Kobra. Könnte sein. Und wieder eine Landkarte. Der Statthalter behält die Aufständischen im Auge. Und die Verborgenen. Interessant. Ist auch verdächtig. Ist noch was? Vielleicht draußen. Ist nichts. Da ist noch was. Verzichte, Abu Adaba. Was? Mit schwerem Herzen verkünde ich Abu Abdallah, dass ich dem amtierenden Kalifen die Treue schwöre und zu seinen Lebzeiten keinen Anspruch auf den Thron erheben werde. Unterzeichnet am 11. Schawal. Sag deinen Meistern, dass ich Kopien anfertigen ließ. Zerreiß das Papier, töte mich. Die Abmachung steht. Meine Meister? Die maskierte Verschwörung, der Orden von, auch egal. Dienst du ihnen nicht? Dienst du ihnen denn nicht? Ich diene dem Kalifat. Ich diene Allah. Und ich tue es, ohne mein Gesicht zu verstecken. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Warum gabst du Wasif at-Turki Befehle? Einem Mitglied des Ordens? Der Hitzkopf schürte das Feuer von 1000 Aufständen. Allah sei Dank ersparte mir jemand den Aufwand, ihn zu beseitigen. Ein Verborgener, wie ich hörte. Bist du es, dem ich danken sollte? Ich habe deine Briefe gelesen. Du zwangst deine Vettern dazu, Al-Mut ihren Schutz zu entziehen.
Du hast uns an unsere Feinde verkauft. Und Bagdad den Frieden gesichert. Die Quittung hast du dir bereits genommen. Abu Abdullahs Treue schwur? Was hat er mit irgendwas davon zu tun? Sein Ehrgeiz hätte das Kalifat zerrissen. Ich bot dem Orden Alamut an und sie versicherten mir, uns nicht länger zu bedrohen. Du lässt einen Wolf los, um einen Fuchs zu fangen? Der Orden wird Bagdad in Brand setzen, Statthalter. Die Nachwelt wird dich dafür verurteilen. Die Nachwelt kann mich dafür hängen. Ich verlasse diese Welt in dem Wissen, dass Kompromisse Mut erfordern. Und auch Feigheit. Wie alt bist du? 20? Ich war etwa in deinem Alter, als ich in diese Stadt kam. Rechtschaffen durch und durch. Was geschah dann? Ich wurde erwachsen. Wenn du Alamut wirklich retten willst, wende diese Klinge gegen deine Feinde. Gib mir einen Namen. Mit wem hast du diesen Handel geschlossen? Ich könnte, aber wenn du versagst, sterbe ich. Und das möchte ich vermeiden. Ich habe nun zu tun, nichts für ungut. Mist. Wache! So ein Sack. Und so endet der Tag doch damit, dass ich vor der Schorta fliehe. Ja. Was war das? Das kam von dem Heuhaufen. Vorsichtig! Was denn jetzt? Hey! Na ja, gut. Mach keinen Aufstand. Scheiße. Okay. Oh, yalla, yalla! Hau ab, du dummer Esel! Ach, mal echt. Ordensmitglied oder nicht? Statthalter Muhammad ist kein Freund der Verborgenen. Ich weiß genug über meine drei Verdächtigen. Es wird Zeit, Roshan um Rat zu bitten und das ein für alle Mal zu beenden. Okay. Alles klar. Ja, ich sag, das wahre Problem ist die Regierung. Wache, greift ihn! Ah, verdammt! Dieser Hund! Du bist unerwünscht. Oh Gott. Und das geht weiter. Ich rufe Unterstützung! Ja, mach doch! Mein Gott, Alter! Alter, ich bin komplett voll. Wir suchen also nach mir. Tja. Alter, au! Kommt der au! Was soll das? Der kommt einfach mit seinem Zahnstocher auf die Ecke und sticht mich kurz. Geht mir aus dem Weg, ihr Hunde. Elendige Petzen. Was ist denn? Wo ist denn der? Gerade wo ich mir den Geldbeutel greifen wollte. Wache, Wache, er ist hier! Schwein. Oh nein. Oh nein, da ist schon wieder einer erkannt. Lass mich mal durch. Leute, lieber verborgen bleiben. Schaut euch das nicht an. Was ist er denn? Ne? Wo ist der Steckbrief? Da. Vielleicht getroffen. Gut. Okay. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wer es sein soll. Muss ich jetzt entscheiden, wer es sein soll? Ich weiß es nicht.
Wir haben alle mit ihm zu tun, aber ich glaube, sie sind keine Untergebenen, aber die lassen sich erpressen. Aber wer kann es sein? Okay. Marcin, hast du deinen drei Verdächtigen nachgespürt? Ja. Wenn nicht, du scheinst dich entschieden zu haben. Was hast du erfahren? Arib ist unschuldig. Der Statthalter weniger. Er hat eine Abmachung mit dem Orden und alle Mut dem Schutz seiner Vettern entzogen. Verflucht. Es ist wie befürchtet. Wir sind vor unseren Feinden entblößt. Ja. Im Austausch dafür, dass Abu Abdullah keinen Anspruch auf den Thron erhebt. Er verzichtet und gehorcht dem Orden, an dessen Spitze... Seine Mutter steht. Kabiha ist der Kopf der Schlange. Wo ist sie jetzt? In den Palast geflohen. Wenn wir jetzt handeln, retten wir aller Mut. Gib mir die Federmeisterin. Kabiha wird schnelle Gerechtigkeit erfahren. Und ich werde sie überbringen. Was? Was willst du damit sagen? Dass eine erfahrene Hand nötig ist. Das letzte Mal, als du in einem Palast warst, hast du Chaos gestiftet. Milde ausgedrückt. Habe ich mich seitdem nicht bewiesen? Meisterin, ich verdiene das Recht... Du verdienst was? Das Recht zu töten? Nein, das ist nicht... Ein Schlag von einem von uns ist ein Schlag von allen. Oder verlangt dein Ego nach der Ehre? Nicht mein Ego, Meisterin. Die Pflicht. Ich leistete einen Eid, mein Leben zurückzulassen, im Dunkel zu wandeln und dem Licht zu dienen. Das will ich tun. Kabiha ist gefährlicher als ihre Scherben. Schlag schnell zu und beende es. Du darfst nicht zögern. Was für ein Eisklotz. Wer ist sie, dass sie dir Kabiha vorenthalten oder dir sagen kann, wann du zuschlagen sollst? Meine Meisterin und Mentorin, ohne die ich nur eine Leiche in den Straßen von El Anbar wäre. Schnüffelst du mir jetzt nach? Immer. Du schluckst also deine Fragen hinunter, bekämpfst ihre Feinde, dienst ohne Widerworte. Und wirst dein Leben lang von einem Djinn in der Bruchbude verfolgt, der du eigentlich entkommen wolltest. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. Okay, auf geht's in den Palast.